Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus Sörenbude. Willkommen zu einer neuen Folge von Okami HD. Wir fangen heute lieber mal hier an im Startscreen, auch wenn ich das sowieso oft genug mache. Letztes Mal haben wir nämlich eigentlich in einer Cutscene so ungefähr das Spiel beendet, weil es einen Savepoint gab und die Folge schon lang war. Denn wir haben den ersten Boss des Spiels, die Spinnenkönigin, besiegt. Und den ersten Dungeon damit abgeschlossen. Und gleichzeitig den pinken Hund Ume gefunden. Was jetzt passiert, sehen wir tatsächlich jetzt. Ja, Wissenschaftler ist wieder am Start, ich weiß. Manchmal glaube ich, ich sollte einen Nobelpreis kriegen. Ja, da geht's einfach weiter. Böser Hund, gib mir den Schlüssel wieder! Ich muss schnell Ume retten. Bist du blind? Ich weiß schon nicht mal, wie ich den gesprochen habe. Huch! Ume, bist du das? Bist du okay? Du bist doch nicht verletzt, oder? Es muss ganz schön unheimlich gewesen sein, so ganz alleine. Jeet? Was ist los, Ume? Wegen deinem Hund, Junge. Er war tief in den Ruinen und er wollte anscheinend nicht gehen. Wirklich? Wieso, Hume? Bist du böse auf mich, weil ich ohne dich weggelaufen bin? Das verstehst du ganz falsch, Junge. Du denkst nur, dass du deinen Hund zurückgelassen hättest. Die Wahrheit ist, er wollte in den Ruinen bleiben. Hä? Aber warum? Vielleicht wollte er dir ein Beispiel geben, indem er dir zeigt, dass jeder, sogar ein Hund, ein Abenteuer erleben kann. Sieh's doch einfach mal so. Es gibt keine großen Unterschiede zwischen einem Jungen und einem Mann. Sie sind erwachsen, bevor man sich versieht. Und sie vollbringen große Taten. Ich verstehe. Also nehme ich an, du wusstest alles, Ume. Dass mein Vater mir gesagt hat, diese Pose, dass mein Vater mir gesagt hatte, dass ich die vom Sturm zerstörte Brücke wieder aufbauen sollte. Und wie ich versucht habe, dem auszuweichen, weil ich Angst hatte zu versagen. Ich weiß immer noch nicht, warum ich die nicht einfach reparieren durfte, aber. Aber dein tapferes Abenteuer hat mich verändert. Du hast mir den Mut gegeben, Verantwortung zu übernehmen. What the fuck? Die Angelrute meines Vaters. Ich habe sie vor einiger Zeit im Wald verloren gehabt. Hast du sie in den Ruinen aufgeschnüffelt? Ganz alleine? Nun, ich werde diese Brücke ganz allein reparieren gehen. Junge, wird mein Vater überrascht sein. Ja. Ist doch ganz gut ausgegangen, glaube ich. Habe ich dich schon gefüttert? Seit wann steht hier ein Tor? Das ist gerade die wichtigere Frage. Seit wann steht hier ein Tor? Da hinten ist noch eine komische Fläche. Hier ist eine Nachttruhe, die ich aber nicht ausbuddeln kann. Danke dafür. Bisschen hier aufräumen, ja, war klar, dass da noch einer kommt. So. Der Kampf gegen die Spinnenkönigin letzte Folge lief nicht ganz so gut, aber. Das war jetzt auch ein Beispielkampf. Und damit stehen auch endlich mal ein paar Bäume im Wald. Und da oben. Kann es sein, dass ich hier auf der Seite gefühlt noch gar nicht war? Und dass das Wasser jetzt anders aussieht?
Nee, ich glaube, das mit dem Wasser bilde ich mir ein, aber... So, hier hinten war ich gefühlt noch nicht. Nicht nur gefühlt. Ja, hier ist dieser komische Angelladen, wie ich es jetzt dachte, ist es. Ja, wir gucken uns dann, denke ich, heute noch mal so ein bisschen hier um im Wald. Werden vermutlich auch schon mal die Brücke benutzen. Ein Holzbär. Warte, habe ich... Oh. Jetzt auch Grünfutter. Und jetzt habe ich davon nichts mehr. Da hinten steht ja irgendwo ein Händler, der kann mir bestimmt was geben. So, hier drüben wollte ich hin. Um das hier frei zu sprengen. Ich muss halt schon sagen, das Spiel gefällt mir inzwischen deutlich besser als am Anfang. Nochmal so eine Statue. Ist das irgendeine Sidequest? So eine haben wir ja schon mal gesehen. Hm? Fahr dir mal das Gesicht von der Statue rein. Seit den gleichen leeren Ausdruck. Was soll das heißen? Ja, das stimmt tatsächlich. Das sieht ein bisschen aus wie Amaterasu als Katze. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das später nochmal brauchen werde. Bei irgendeiner Sidequest oder vielleicht in der Story. Oh. Vielleicht in der Story. Das habe ich gerade ziemlich random gesehen. Wow, die Perlen sammle ich sowieso nicht. Also, dann können wir ja jetzt auch mal in den Laden hier reingucken, aber wenn's... Oh nee, das sieht nicht aus wie ein Angelhaken, sondern wie ein Pfeil. Keine Ahnung, da ist Fleisch. Bringt mir nur nix. Und ja, trotzdem ist ein Kokari jetzt halt Vater ja auch leben, ne? Ach so. Und ich sag's. Du kannst sie dann danach dir aufsuchen, wenn du angeln willst. Schön. Spoiler will ich nicht. So, wollte ich hier jetzt noch irgendwo. Ach stimmt, ich kann hier jetzt die Dinger nutzen. Oder nee, die sind nicht offen, die Blumen. Du musst halt nah genug reingehen, damit sie sich öffnen. Ach so. What the f. Warum war da jetzt so ein komischer Rauch? So. Damit komme ich ans Bullenhorn. Ja, steht da zum Glück relativ stabil. Kann man nichts sagen. So, der zweite war hier da drüben. War das eine Perle? Sah ein bisschen so aus. Ich meine, ich weiß nicht, ob das mir überhaupt irgendwas bringt, die zu sammeln. Bringt das auch, wenn man nicht alle sammelt, was die zu holen? Man kann es dann auf der Liste angeben. Auf Deutsch, nein. Ja, dann werden mir die Perlen nicht so viel bringen, aber wenn ich mal so über eine, wenn ich mal so irgendwie eine finde, dann warum nicht so, ich habe einige Schätze. Alter, das Bullenhorn. Ich habe sogar zwei Räuchergefäße, das ist ein bisschen Kohle. Ja, ich spende hier jetzt einfach ruhig. Dann habe ich Geld, hole mir ein bisschen Grünfutter, das habe ich nicht mehr. Aber an sich sparen wir immer noch für den goldenen Zorn. Ist doch schon enttäuschend, wie wenig die Spinnkönigin gebracht hat. War der Baum hier letztes Mal schon? Ich glaube schon. So, jetzt sehen wir auch unten an der Seite mal dieses ja, gleich. Jetzt sehen wir unten an der Seite mal dieses Göttlichkeitsmeter da, von dem wir in der letzten Folge erfahren haben. Darum ging es mir gerade vor allem so. Bisschen hier noch zack, zack. Prügeln. Wieder meinen Siegestanz machen.
Mein Siegestanz ist wunderschön, ich weiß. So, Ausrüstung. Wir haben knurrendes Biest. Und das ist die neue Hauptwaffe. Ist jetzt schon offensiv stärker ohne den Goldstab als das davor. Und Tim. Du hast doch sogar noch einen Goldstab, oder? Nein, nicht du das. Du hast zwei gekauft und eins über die Masterliste bekommen. Ach, naja, warte, ich habe zwei gekauft. Normalerweise schon die Leute. Oh! Zwei. Ich hab ja zwei gekauft. Ups. Man kann auch die Dinger verstärken. Nee. Warum ist da dann so ein Kreis? Also, ja, Tintenkugelkraft zeige ich euch mal kurz, hat Olaf mir erklärt. Und zwar, da haben wir einen Gegner und jetzt zeichnen wir einen Punkt drauf und er nimmt Schaden. Es ist auf jeden Fall effektiver, wenn man 10 Punkte draufzeichnet. Ja, aber man kann auch einen draufzeichnen und er nimmt Schaden. Dann machen wir es bei dem mal mit ein bisschen mehr. Und das hat auch ein bisschen Schaden gemacht. Außerdem können wir damit auch ein bisschen aus der Range. Zack, 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 zack. Und dann können wir ihn den Rest der Leben lang outcampen. Oh, das sind noch mehr Möglichkeiten zu campen. Ja, Siegestanz. Ja, das ist die tollste Animation im Spiel. Da sind wir uns hoffentlich alle einig. Der Siegestanz, so. Die Brücke war nicht hier oben, kann das sein? Ja, kann es. Die war beim Händler, beim gewohnten Händler. Der Händler ist hier, lol. Apropos, ich bezweifle zwar, dass ich hier noch irgendwas Sinnvolles holen kann. Ich hab 19 Stück und ne. Die Friedensblock kann man 20 kaufen, die ist eigentlich auch ganz praktisch. Ja, habe ich mir gedacht. Oh, hier sind ja Viecher. Digga, warum gebe ich den Vögeln eigentlich so viel Futter? Das ist dreimal so viel wie deren eigene Größe. Man gibt jedem Tier gleich viel Futter, das ist danach dauerhaft satt. Ah, gibt Sinn, so. Apropos, hast du eine Ahnung, warum ich die Brücke nicht einfach reparieren kann? Ich meine, im Dungeon habe ich das zum Beispiel ja auch gemacht. Die Brücke ist zu ramponiert. Aha. Das ist doch die Standardausrede. Das ist eine Scheißausrede. Die Brücke im Dungeon war legit nicht vorhanden. Aber die Brückenseiten sind halt noch da und sie stehen falsch, weil sie... Damit kann ich immer noch nicht agieren. Apropos, kann ich mir eigentlich bei diesem Typen auf der... auf dem Hauptfeld einfach eine neue Monsterliste für hier holen, oder? Nö. Jede Monsterliste ist von einem anderen Char. Ah. Hey? Warum angelst du hier? Ach, ja, klar. Sieh nur, ich hab das Seil auf der anderen Seite festgemacht. Hey, du da, nimm das Seil aus meinem Joch. Das hat Maka angekündigt. Dass der Typ ein Keck ist. Er hat was von einem Baumstamm im Wasser gesagt. Ja, passt auch vom Intelligenzquotienten her. Hä, Susano? Was geht hier vor sich? Meine neue Geheimtechnik: implodierendes Fass, fliegende Affenwahlflop. Ich bin auf diesen Baumstammfluss abwärts gespült. Oh. Da kommt er, halt die Angelrute gut fest, Junge. Nein, warte, lass sie los! Nein, Leute, ich hab gesagt, los! Es ist nur Susano! Jui! Warum fliegt das denn jetzt weg? Emmy, schnell benutzen göttlichen Pinsel! Wofür? Was passiert hier? Was muss ich machen? Seerose! Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ah! Dein Ernst? Digga, das markiert doch!
verpasst da. Hä? Mach ich was falsch? Vielleicht solltest du die Magnetfähigkeit nutzen, die der Rauch hat. Ich mache jetzt hier einfach zack. Warte, hier hängt noch nichts dran. Okay. Seltsames Minigame. Wir haben die Brücke repariert! Ja! Was zum Fick? Puh, ich dachte schon, wir wären erledigt. Aber es hat ja geklappt. Seht nur die neue Brücke. Ich glaube, hab ich das etwa gemacht? Wo ist Susano? Ist er tot, bitte? Hey, ja, das hast du. Du warst es ganz alleine, Junge. Ich weiß nicht, was dich bedrückt, aber du wirst im Leben nirgendwo hinkommen, wenn du vor Abenteuern davonläufst. Du solltest deinem Hund danken, dass er dir das beigebracht hat. Der sieht irgendwie so, der sieht immer noch nicht so ganz glücklich aus, muss ich sagen. Ich meine, der wedelt so mit dem Schwanz, so keine Ahnung, wie schnell das ist, schneller als so Autoumdrehung die Sekunde hat. Aber im Gesicht sieht er immer noch aus, als würde er irgendwen umbringen wollen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Danke. Hey, wo ist der Alte hin? Ich bin mir sicher, es braucht mehr als das, um den Typen umzuwehren, leider. Naja, auch egal, der taucht schon irgendwo wieder. Oh ja, das befürchte ich. Der explodierte Implosion drauf. Das befürchte ich auch, dass der wieder auftaucht. Ich wollte meinen Magen verbessern, da fehlen mir noch 13. Theoretisch gibt es ja hier bald noch eine Quest. Ach, ich kann den Hund füttern. Ich denke mal, der ist ein Fleischfresser, ansonsten muss ich los. Übrigens, das Füttern der Hunde ist auch der Grund, wieso ich am Ende bei meiner Tierliste, nachdem ich alles angeschaut habe, noch ein fehlendes Tier hatte. Ich habe den Hund vergessen. So, jetzt fehlen mir noch 3. Danke, Jesus. So, die tolle neue Brücke ist gebaut. War es geplant? Nein. Muss es das auch? Nein. Esst meine Scheiße, ihr Tiere. Und damit haben wir jetzt auch sogar 301. Alter, wie viel? Eins! Alter, wie viel? Ja. Laubhaufen, Asche, dann hast du, glaube ich, irgendwann mal gesagt, kann ich später was machen. Warum kann man in denen nicht graben? Sind die Laubhaufen zu fest oder was? Vielleicht locker, da rutscht man mit den Pfoten ab. Und Tintenkugeln. Ah, das ist einem erklärt. Hast du nicht gesagt, das wird einem erst im Late Game erklärt? Nein. Doch. Ich habe gesagt, sind einem spät erklärt. Das ist nicht spät. Male Punkte auf Gegner, wenn du eine Waffe mit der Tintenkugelkraft benutzt. Dann entstehen heilige Projektile. Je mehr Punkte du malst, umso mehr Tinte wird verbraucht. Außerdem kannst du somit noch besser campen. Das weiß ich und das ist schön. Und jetzt... Die Taka-Ebene liegt da vorne. Die große Ebene in den Bergen. Bereiten wir uns auf das Schlimmste vor, aber hoffen wir das Beste. Lass uns mal weiterziehen, du großes Faker. Ja. Warum musstest du mir das jetzt sagen? Ich bin doch sowieso schon durchgegangen. Ey, gibt's auch irgendein Theme in dem Spiel, das nicht dasselbe Leitmotiv hat? Ich höre das überall. Also, die Taka-Ebene ist auch verflucht. Ich wette, wir werden einen vertrockneten Wächtersprössling hier irgendwo finden. Wie kommst du denn nur auf die? Erstens, wie kommst du auf die Idee? Sicher nicht, da ist kein riesiger, verdorrter Wächtersprössling. Und hey, es ist Nacht.
Da hinten ist das Dorf Kusa. Hier sind zwei Menschen. Der Teemeister. Oh, was wird jetzt aus mir? Diese verdammte verfluchte Zone verursacht alle möglichen Arten von Ärger. Und mein wertvollstes Stück ist auch verschwunden. Jetzt weiß ich einfach nicht, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreiten soll. Ja, gleich. Ich frage mich, was jetzt aus dem Dorf Kusa werden soll. Es liegt auf dem Berg Kamiji. Da, wo die große Windmühle ist. Ich habe ein schreckliches Geheul aus dem Schrein dort kommen gehört. Ich bin den Berg so schnell runtergerannt, wie mich meine Beine trugen. Dann wurde mir klar, dass dieses Gebiet hier auch verflucht war. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Monster jemals so nah zu uns kommen würden. Es sieht aus, als sei das Ende der Welt. Na, Digga, Geduld, Brudi. Mein kurzer Gedächtnis ist toll. Wie habe ich denn geredet? Ohne Zweifel ist es als Zweck dieser unheilstiftenden Maulwürfe? Ich wette, die waren es, die mich bestohlen haben. Und dazu muss ich mich auch noch mit dieser schrecklichen, verfluchten Zone auseinandersetzen. Der hat nicht mehr zu sagen. Ich frage mich, was aus dem Dorf Kusa werden soll. Ich habe das dir gerade alles schon mal erzählt. Ich wollte eigentlich eine Besorgung machen, aber jetzt komme ich nicht mehr über die Zugbrücke und deswegen nicht nach Hause. Das ist schön für euch. Könnt ihr jetzt die Schnauze mich durchlassen? Krasses Haus. Übernehmt euch mal nicht. Übrigens, die Quest mit den Maulwürfen ist zwar absolut nervig, sollte man aber auf jeden Fall machen. Wie sieht denn der aus? Die Tacker-Ebene ist ein weiterer Ort, der sich zum Schlechten gewendet hat. Es war immer so angenehm, sich hier oben im göttlichen Wind zu entspannen, aber jetzt hat er ganz aufgehört zu wehen. Das bedeutet, ich werde kaum irgendwelche Talismane verkaufen können. Und es kommen auch nicht viele Reisende vorbei, denen ich meinen Scheiß aufstatten könnte. Mit einem frischen Fisch aus dem Agatha-Wald könnte man jetzt ein Vermögen verdienen. Aber es scheint so einfach keine guten Fischer mehr zu geben. Wurdest du geschickt, um was zu kaufen, Hundchen? Wenn du erst Fische verkaufst, dann kostet, glaube ich, 10% Bonus oder so. Ich wollte gerade sagen, wenn ich den verkaufe, das dürfte doch einiges bringen. Seine Riesengröße belegt seine Reisen, steile Wasserfälle hinauf. Ah ja, also wächst man, wenn man Wasserfälle hochläuft, lernt das alle hier. Du solltest aber schauen, ob man vielleicht mal Staub hat. Stimmt auch wieder. Ich will meine Scheibwerk kaufen. Oh nein. 10. So viel brauche ich noch nicht. Aber natürlich auch wieder ein Safe Point. An dem wir tatsächlich speichern, ob ihr es glaubt oder nicht. Das haben die Dinger so an sich. Ich würde sagen, ein bisschen spielen wir heute noch in der Folge. Und den Rest der Zeit versuchen wir wohl vergeblich, diese Vase zu treffen. Übrigens, glaube ich, die Tatsache. Was war das? Das sah leicht nach Grafikfehler aus. Glaube ich zumindest. Aber warum sehe ich die von hier und dann so. Och, willst du mich? Waren ein paar daneben? Ja, juckt's mich? Nein. Ich kann diese Gegner nicht. Sekunde, lass mir einen Moment. Ich glaube irgendwie, das klappt nicht. Hey, es klappt. Ach, scheiß drauf. Ich glaube, das ist auf die Bühne zeichnen soll. Zumindest ist einer tot. Dich machen wir jetzt wieder. Zack, das ist auch falscher Knopf. Warte. Ja, ich kann ihn von hier aus Projektil campen. So. Die Zeit war nicht so dufte, aber der Kampf lief deutlich besser als die letzten gegen die Viecher. Ich habe noch ein bisschen Platz vor der verfluchten Zone. Was ist da hinten? Zugbrücke.
muss man erstmal entziffern. Och. Warte, wie, du bist tot? Ist die Waffe so broken? Ja. Eigentlich ist das was relativ schwach im Vergleich zu den Waffen, doch kaum. In einem oder spätestens zwei Spielen müsstest du den Waffen können. Spielen? Ach so. Ja, hoffentlich. Ich mag das nicht. Aber gegen zwei Spiele sollte man auch nicht auf diesen Gegner treffen. Scheiße. Naja, man weiß ja nie. So. Aber die Kämpfe gegen die Viecher laufen inzwischen besser und hier gehe ich. Komm mal her. Komm, kommst du? Danke. Der Kampf wirkt nicht sonderlich schwer. Als ob. Was soll der Scheiß? Juck mich nicht, ob du mich siehst oder nicht. Du bist sowieso am Gesäß. Kinderfreundliche Videos. So, damit ist der Kampf auch gewonnen. Wenn wir so weitermachen, dauert es nicht mehr so lang, bis wir einen goldenen Zorn holen können. Yay, Flugfische, schön, dass davon alles getroffen hat. Hallo, ich will dich abmessern. Dann halt nicht. So, jetzt will er genau das machen. Darfst du aber nicht. So. Wieder ein bisschen auf die Schnauze gegeben. Nochmal 1200 dafür. Meinen Siegestanz nicht vergessen. Und hier noch der da, würde ich sagen, ist das Letzte, was wir diese Folge machen. Ist das dein Ernst? Das ist ja echt gefühlt zu einfach. Merkt man, dass der Kampf nicht der schwerste war? Ich denke schon. Und genau deswegen machen wir auch noch... Ja, der müsste hier noch drin liegen. Den da. So, erstmal den wegmachen, dann nervt er nicht. So hätte es im Dungeon gegen die Dinger laufen müssen. So, damit würde ich aber sagen, war's das mit der heutigen Folge von Okami HD. Beim nächsten Mal werden wir uns diese Ebene genauer angucken. Vielleicht schaffen wir es ja auch schon, den Fluch zu brechen. Wäre zumindest schön. Aber das müssen wir dann gucken. Wir sehen uns. Bis dann. Und ciao. Warte. Das geht nicht. Yay, Sonne! Es ist Tag! So, ja. Oh, der Gegner war nur beinahe. Bis zum nächsten Mal! Lasst gern ein Like und ein Abo da. Tschö.